Hallo zusammen, ich bin der Mitch AK Game Rocker und ich löse heute das Geheimnis von Monkey Island. Also wahrscheinlich nicht, aber wir gehen sicher auf die Spur, bevor wir aber, das Game ist eben schon weitergegangen, weil ich irgendwie gar nicht bereit gewesen bin so. Und darum lassen wir doch den Guybrush seinem Sohn noch einmal erklären, wo wir eigentlich gewesen sind, oder? Also, weißt du noch, wo wir gewesen sind? Liebe Boy Brush. Oder so. Was ist jetzt gewesen? Punkt, glaube ich. Ja. Ein bisschen, aber ich erinnere mich nochmal. Aber erinnere mich bitte nochmal. Ja, bitte, tu mich noch einmal daran erinnern. Und natürlich wenn wir das in voller Länge sehen, in voller Auflösung. So, da, bitte, erinnere mich nochmal. Schließlich bist ja du mein Papi und erzählst mir Geschichte. Okay. Das Geheimnis von Monkey Island ist also in einem Tresor vom Voodoo-Laden gelegen. Und ich suche jetzt nach den 5 goldigen Schlüsseln, die den Safe werden öffnen oder sollten öffnen. Ich bin mir nicht sicher, wo der LeChuck oder der Captain Madison gewesen sind, aber ich bin mir sicher, dass sie etwas vorgehabt haben. Die Elaine ist dabei, Katastrophenhilfe für die Erdbebenopfer zu leisten. Es gibt eine Menge zu bedenken. Aber ich halte mich an meine To-Do-Liste auf dem Laufenden. Und das Wichtigste war, die goldigen Schlüssel zu finden. Natürlich. Yeah. Und wenn er jetzt hier schon To-Do-Listen erwähnt, dann schauen wir die natürlich gerade schnell an. Also, wir haben nichts. Gut, sehr schön. Die 5 Schlüssel für den Tresor finden. Willi den goldenen Schlüssel erhalten, den goldenen Schlüssel von der alten Mrs. Smith bekommen, Bella Fisher den goldenen Schlüssel bekommen, den goldenen Schlüssel von der vom Bermuda Island bekommen, den goldenen Schlüssel von Terror Island bekommen. Wow, das klingt ja schon mal gut. Eine Seekarte bekommen, das Geheimnis von Monkey Island finden und die glorreiche Zeit noch einmal durchleben. So sieht's aus. Okay, ja, man sieht, da hat es ein Erdbeben gegeben. Ja, ich gehe jetzt einfach mal als erstes. Was? Da ist ja plötzlich ein Laden. In den gehen wir aber nachher. Also, da war ja vorher auch ein Laden gewesen, aber der war zugenagelt. Wir gehen dann nachher nicht die schauen. Ich wollte jetzt zuerst schauen, ob der Otis da ist. Nein. Aber der Stan ist da. Hey, Guybrush! Da ist jetzt zerstört. Sie wird in Schutt und Asche gelegt. Sie ist in Schutt und Asche gelegt worden. Oh, schau, da ist die Lampe kaputt. Möglicherweise eine Verbesserung. Ja, vielleicht. He. Das ist ja gar nicht der Stan. Das ist ja der Otis. Was machst denn du da? Otis. Was sollen wir nur mit dir machen? Das Mal bin ich. Habe ich nichts gemacht. Ich bin reingelegt worden. Von wem? Wo ist der Stan? Wo hast du damals... Was hast du damals da, um verhaftet zu werden? Hast du Angst, dass der Rest vom Gebäude nicht könnte einstürzen? Ich möchte, dass du dem Museumskurator von unserem Gefängnisausbruch vor all diesen Jahren erzählst. Ja, dass man nämlich Geschichte richtig schreibt auf Mully Island. Ich wollte natürlich wissen, was er das mal verbrochen hat, unser lieber nette Otis. Nicht, wie immer. Klar, ich bin einfach nur rumgestanden und habe mich um meine eigenen Angelegenheiten gekümmert. Ich habe einen Antrag auf Erdbebenhilfe gestellt. Wieso ist dein Haus zusammengefallen? Hast du gewusst, dass man das nur einmal machen darf? Es gibt keine Gerechtigkeit, wirklich nicht. Schau mal das Schloss an. Die Schrift, die da ist weggerieben wurde. Aha, ja, das ist da, wo ich nicht aufmachen kann. Okay. Komm, wir reden nochmal mit dir, Otis. Wo ist denn der Stan? Weißt du das vielleicht? Haben sie ihn Logo? Nein, der Stan ist zu einer härteren Strafe verurteilt worden. Hast du gewusst, dass er sich selber vertreten hat? Ja, er ist ja Anwalt oder so. Das habe ich gehört. Aber das war wahrscheinlich sehr unklug gewesen. Sie haben ihn zum Eissteinbruch auf Bermuda gebracht. Was? Okay. Jetzt würde ich aber wirklich gerne, dass du Geschichte richtig stellst, lieber Otis. Gang doch bitte dem Museumskurator sagen, wie es wirklich war vor x Jahren hier.
vor allem das mit diesen Krügen voll Grog, er scheint die Geschichte nicht ganz verstanden zu haben. Er hat nämlich eine ganz andere erzählt. Natürlich, die Wahrheit ist wichtig. So sieht's aus. Wenn ich wieder frei bin, werde ich ihm einen Besuch abstatten. Ja, gern, bitte. Hä? Also gut, ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit wird passieren. Ich glaube das auch nicht. Darum hast du nicht Angst, dass der Rest von dem Gebäude noch könnte einstürzen? Weil, doch, ja. Meinst du könntest mich da noch einmal rausholen? Das bezweifle ich, weil es sieht so aus, als wäre etwas mit dieser Seriennummer vom Schloss passiert. Aber ich komme dich bald wieder mal besuchen. Tschüss! Ich lade noch einen Ratten da, den du essen kannst. Sag den Leuten, sie sollen meine Leute anrufen. Das hat ein bisschen viele Leute drin. Sag meinen Leuten, sie sollen meine Leute anrufen. Das tut super. Gut, hätten wir das gehabt, jetzt gehen wir also dem mal schnell schauen. Was ist denn da? Ein Fischladen? Hallo, willkommen im tollen Hecht. Danke. Bei uns gibt's den frischesten Fisch und auch die frischeste Gesellschaft. Egal, ob du da bist, um etwas zu kaufen oder um dir Zeit zu vertreiben, es ist uns egal. Aber natürlich ist es uns lieber, wenn du etwas kaufst. Sind ihr nicht einmal die Piratenanführer gewesen? Ich bin's doch, der Guyber Threepwood. Hatte ich mir das doch schon gedacht, als ich dich in der Stadt umschleichen gesehen habe, dass du, mir bekannt vorkommst. Ja. Wie kommt es, dass ihr euch von der Piratenführung zurückgezogen habt? Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Wieso nehmt ihr einen Fischladen so? Manchmal ist der Ruhestand nicht so sehr eine Wahl, sondern eine Sache, die einem überkommt, so mit 65. Wie wenn wir auf dem Meer wieder in den Flauten geraten. Aber es hat uns ermöglicht, den Laden zu eröffnen und unsere Leidenschaft fürs Angeln nachzugehen. Also vielleicht weniger Flaute, sondern eher ein starker Wind, der in eine bestimmte Richtung weht. Schau dich nur um, okay? Ja, okay. Also, was sind das für gelbe Fische da? Was sind das für kleine gelbe Kerle? Sie sind Beulensauger. Sie sind leicht zu essen und eignen sich hervorragend zum Aussaugen von Zysten und Furunkeln. Okay. Es vermeiden den Beulensaugern in die Augen zu schauen? Wieso? Ich weiss, dass Fische nicht blinzeln können und ich will das auch weiterhin wissen. Okay. Ich würde gerne ein paar Beulensauger kaufen. Die kann man sicher für irgendetwas brauchen. Süß! Kleine Kerli, nicht wahr? Süße kleine Kerli. Da ist eine Kiste voll. Das sollte länger. Ja, das wird ganz bestimmt länger. Soll ich eine Rechnung für dich aufmachen? Oh ja, ich nehme alles auf Kredit. Gern. Dankeschön. Isst du da rohen Fisch oder was? Was ist das für ein riesiger Fisch da? Die sind ja riesig. Wir wissen es ehrlich gesagt auch nicht. Wir haben sie auf dem Boden von der Ladung gefunden. Das ist auch gut. Meiden einen von denen wollen zu kaufen? Sie sehen toll aus, aber ich habe keine Schubkarre. Ja komm jetzt, den kannst du doch in deinen Sack nehmen, wie alles andere auch. Was sind denn das da für lange, dünne Fische? Sind das Aal? Etwa? Schleimaal, sehr lecker, aber lass ihn nicht um deinen Hals wickeln. Okay, kann ich dir auch meine Fische gegen den Schleimaal tauschen? Nein, was sind das da für spitze Fische? Also wie ist jetzt das gemeint mit Spitz? Schleimfisch. Ein paar Leute schneiden die Spitzenteile vor dem Verzehr ab, aber das ist eine persönliche Entscheidung. Die sehen wirklich aus wie Piranhas. Wow, schau mal, die Fischtrophäe da. Er ist ein hübscher Teufel. Der erste Fisch, den ich je gefangen habe. Ich konnte es nicht ertragen, ihn zu essen. Damals war ich natürlich noch ein kleiner Bub, von 3 Jahren. Also 3 Jahre alt oder vor 3 Jahren? Nein, vor 3 Jahren. Also, wir tun mal hier den seltsamen Flunder noch kommentieren. Flundern sind wirklich lustig aussehende Fische. Das sieht ja aus.
Das sagst du jetzt, aber wart, bis du allein in einer heftigen Nordböe versunken bist und darum kämpfst, das Tier rechtzeitig an Land zu bringen, um es zum Flicken vom Loch in deinem Boot zu benutzen. Okay. Das ist eine interessante Befestigungsmethode. Den habe ich bei meinem Fluchtversuch gefangen. Aha. Heilbutt. Trophäe ist das. Und was ist das hier? Die Marlin-Trophäe? Ausgezeichnete Marlin. Ei, der ist nicht echt, sondern ein Werbeartikel vom lokalen Jack Butter-Kollegen. Aber er sieht ganz nett aus. Ach so. Okay, der jetzt auch noch. Ob da jetzt noch ein Goldfisch? Hat es nicht bei Zack McCracken auch einen Goldfisch gehabt? Wie viel willst du für den Goldfisch? Sushi ist ein Haustier. Sie ist nicht zum Verkaufen, egal zu welchem Preis. Ah, die heisst Sushi. Sie ist Eigentum von den Seeteufeln. Oh, wer sind denn Seeteufel? Was? Von was? Niemand. Okay, wir wissen einfach. Es ist spät, der Köder ist aus dem Sack. Wir können es ihm genauso gut auch gerade sagen. Ich würde auch meinen. Seeteufel sind eine halbgeheime Gesellschaft von Anglern. Oder Fischer. Meistens erzählen wir Geschichten. Fischergeschichten wahrscheinlich. Ei, Geschichten über Fisch, wie ich gesagt habe. Ist doch klar gewesen. Kann ich den Seeteufel beitreten? Kann ich meinen Fisch gegen einen anderen eintauschen? Habt ihr schon mal von einer Frau namens Bella Fischer gehört? Habt ihr ein Erdbeben gespürt? Ich denke, ich würde mir den heutigen Fang anschauen. Nein, ich wollte wissen, habt ihr das Erdbeben auch gespürt? Wo wir Monkey Island entdeckt haben? Ja, das haben wir. Zuerst haben wir gedacht, das wäre nur mein Magen, der sich über das Frühstück beschwert. Ei, das haben wir alle gedacht. Okay. Ich bin auf der Jagd nach Keines von Monkey Island. Kann ich den Seeteufel beitreten? Nein, das mit dem warte ich noch. Ich frage mal nach der Bella Fischer. Vielleicht ist ja die in dem Keimbund dabei. Ich würde jetzt mal schätzen. In dem halben Keimbund. Bella Fischer? Ei, sie kennt Siemens Garn von Port Royal nach Trinidad spinnen. Sie kann. Und sie ist eine hervorragende Anglerin. Und dann hast du aber etwas noch vorher gesagt. Was? Sie hat können Siemens Garn von Port Royal nach Trinidad spinnen. Und wieder zurück. Okay. Was? Gut im Fischen natürlich. Sie hat einen geheimen Angelplatz, der ergiebiger ist als ein ganz restliches Meer zusammen. Wahrscheinlich ruht sie jetzt dort, denn sie ist ja auf einem Angelausflug verschwunden. Niemand kennt den Ort, aber es wird gemunkelt, dass sie einen Anhaltspunkt darauf hinterlassen hat, wo er sich befindet. Und wo ist der Anhaltspunkt? Hat Bella Fischer euch jemals einen grossen, schicken Schlüssel zeigt. Ja, da fragen wir noch gerade mal nach. Willi, wollt ihr den Schlüssel? Nein, ich glaube nicht. Schade. Nicht, dass ich wüsste. Es sind eigentlich immer nur zwei am Starren. Ich habe nur gedacht, ich frage mal nach. Erzähl mir doch nochmal von dem Angelplatz von der Bella Fischer. Ah, du wirst aber mir jetzt genau den gleichen Seich nochmal erzählen. Es heisst, dass sie einen Hinweis auf dem Ort hinterlassen hat, aber niemand weiss, was das für ein Hinweis könnte sein. Alles Gerücht natürlich. Wahrscheinlich ist da gar nichts dran. Wie kann ich denn diesen Seeteufel beitreten? Ist das möglich? Ich sollte dich darauf hinweisen, dass die Teilnahme an den Seeteufeln nur zum Spass ist, da es sich um einen einfacheren Modus vom Spiel handelt. Aha. Es gibt keinerlei Belohnung, wenn du es erfolgreich machst. Okay, gut zu wissen. Völlig nutzlose Aktivität. Kapiert. Kann ich trotzdem mitmachen? Ich wäre ja sonst nicht ein Guybrush. So, also. Ich kann eine gute Geschichte erzählen. Ich verspreche es halb geheim zu halten. Natürlich verspreche ich das halb geheim zu halten. Und ich tue nicht mal Fingerkreuze dabei. Hast du irgendwelche gute Fischgeschichten? Ja, einmal bin ich von einer Seekuh verschluckt worden. Keiner weiss, was eine Seekuh ist.
Glaub mir, mach einen Walrus, das ist besser. Okay, danke für den Tipp. Nimm den Fischköder. Andere Seeteufel haben sie auch auf ihrer Kleidung oder irgendwo angebracht. Aha! Komm, find sie, zeig ihnen deinen Köder und erzähl ihnen deine Geschichte. Sie werden den Ratschläge geben. Okay, danke schön. Lern so viel du kannst und komm dann wieder hier hin und erzähl uns deine Geschichte. Du könntest mit der jungen Piratin anfangen, die in der Scambar rumhängt. Scambar gibt es doch gar nicht mehr. Sag ihm nicht, wo er anfangen soll. Er soll nach einem Köder suchen. Ja, darum ist ja ein Köder. Was ist denn das da eigentlich für ein Kugelfisch? Sind die jetzt kaufen? Tatsächlich nicht. Die sind für den persönlichen Gebrauch. Aha. Sie eignen sich hervorragend für Rülps-Wettbewerb. Willst du mitmachen? Ja klar, da sage ich sicher nicht nein. Hallo? Ah, die muss man aufblasen, bis sie platzen, oder was? Okay. Uiuiui, den kann ich blasen, aber richtig auf. Du. Er blasst von hinten auf. Das war nicht so gemeint. Ups, blarp. Ich mache lieber blarp. Ei, nicht schlecht. Ich erkläre uns damit alle zum Sieger. Das ist ein geiler Wettbewerb. Alle gewinnen. Okay, sehr gut. So wie es aussieht, brauche ich aber da, glaube ich, nichts. Dann gehen wir wieder raus. Mal schauen, ob sich da noch etwas verändert hat. Ich gehe jetzt gleich gerade zu der Schlüsselmeisterin. Gehe jetzt da hier. Und... Hey, willkommen zurück. Hallo. Ich habe da so ein... Ich tue den schnell bewundern. Ich zeige ihn anderen Leuten, die einen haben, um eine Zählrunde anzufangen. Aha. Also gut, machen wir. Schau da. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel! Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel! Haben Sie eine Geschichte zu erzählen? Ja, natürlich! Einmal bin ich im Schiff von einer Seekuh verschluckt worden. Einer sehr, sehr grossen Seekuh. Einmal ist mein Schiff von einem Wal verschluckt worden. Ist unser Schiff von einer riesigen Krake angegriffen worden. Gestossen wir auf eine Meerjungfrau, die auf einem Felsen gestrandet ist. Also das wird mir wohl wahrscheinlich niemand glauben, wenn ich das sage. Also entweder Krake oder Wal. Ich mache mal das mit dem Wal, weil er hat mir ja das auch empfohlen. Aber was denn? Ein wichtiger Punkt in jeder Fischgeschichte ist ein dramatisches Ende. Haben Sie den Fisch gefangen? Ist er entkommen? Wird jemand geheiratet oder getötet? Oder beides? Die Leute wollen wissen, wie sich Dinge entwickeln. Das ergibt noch Sinn, würde ich sagen. Wollen Sie es nochmal probieren? Okay. Natürlich probieren wir das auch. Noch einmal. Das ist von der Risik. Stoßen wir auf. Ah, sind wieder die gleichen? Einmal ist ein Schiff von einer riesigen Kraken angegriffen worden. Und dann sind wir entkommen durch das Verdauungssystem mit dem Schiff und allem. Dann hat mich der Morgen K.O. geschlagen und verkauft mich an meine Feinde. Wir stecken einen Haken ins Maul vom Tier und föhnen es von innen. Die Kreatur ist geflüchtet. Natürlich haben wir da geflüchtet. Natürlich müssten wir dann das Feuer löschen. Das macht gar keinen Sinn.
Ich verhelfe ihr zur Flucht, als die Nacht hereinbrechen ist. Wir schreiben uns immer von Zeit zu Zeit. Von was redest du? Ja, mir geht das Verdauungssystem. Das macht irgendwie von mir aus gesehen am meisten Sinn. Ich glaube, sie haben den Schlüssel in der Hand. Ja, den Schlüssel suche ich. Genau. Ich habe gesehen, dass sie noch am Anfang ihrer Ausbildung stehen. Suchen sie sich ein paar andere Seeteufel, die ihnen werden helfen, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Ah, ich hätte doch sollen den schwierigen Modus machen, weil das klingt nach einer sehr, sehr spannenden Aufgabe. Gut, gehen wir wieder raus. Stehen wir mal hier hin und machen kurz eine kleine Pause, bis ich weiss, wie es dann weitergehen soll. In dem Sinn, cheers!